Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Benjo hier und herzlich willkommen zum 25. The Last of Us Let's Play hier auf meinem Kanal Benjo Banjobi. Ja, wir sind hier mit Ellie unterwegs momentan und wir wurden letzte Folge ziemlich krass überrascht. Joel ist ja einfach mal ein richtig böser Mensch, könnte man meinen. Klar, macht das Ganze für Ellie, aber trotzdem, Alter, wie er die beiden dort einfach kaltblütig ermordet hat, schon krass. Und auch Ellie hat's faustdick hinter den Ohren. Die hat dann einfach mal mit dem Hackbeil dem einen Typen voll in die Fresse gerammt. Nicht schlecht, also hätte ich so von Ellie nicht erwartet. Obwohl ich weiß, die Kleine ist hinterlistig, aber dass sie so krass tough ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, let's go. Gehen wir mal rein und schauen, was es so zu entdecken gibt. Wir sind hier in einem ziemlich verschneiten Schneesturm-Level. Und da schießt schon jemand auf uns und die Lautstärke ist mir ein bisschen zu laut. Wir haben auch schon wieder 1 Uhr in der Nacht und meine Eltern schlafen. Ich kann nicht allzu laut sein. Und ich habe, glaube ich, habe ich Munition? Nein, ich habe keine Munition. Willst du hin, Ellie? Alter, wo ist denn der Typ? Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe wäre nicht schlecht, ja. Wo draußen ist er? Ich habe keinen Lauschmodus. Oh, verdammt! Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Wisst ihr was? Ich habe meine Tastenbelegung wieder einmal falsch eingestellt, weil ich vorhin noch Battlefield gespielt habe. Und deswegen geht das Ganze natürlich nicht so gut. Jetzt kann ich nämlich auch diesen Lauschmodus benutzen. Hier Medikit. Mal schauen, ob man hier noch was findet. Eine Waffe haben wir auf jeden Fall noch keine. Und der eine Typ ist dort hinten. Schau dich da drüben um. Und da untersucht's einer. Okay. Das ist jetzt die Frage. Wo gehen wir durch? Da drin sind jetzt 4. Komm raus, du Feig. Und ich fühle mich hier echt voll beobachtet. Ich hoffe jetzt mal, die Distanz reicht, dass der mich hier im Schneesturm nicht sieht. Oh, shit. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss. Ich hoffe jetzt einfach mal intuitiv, dass ich in die richtige Richtung gehe. Weil wirklich eine Ahnung habe ich nicht. Hier sind brennende Fässer. Brennende Fässer könnten ein Indiz sein, dass ich da durch muss. In der Nähe hier ist gerade niemand. Oh
Mal schauen, ob da oben eine ist. Vorhin habe ich hier einen gesehen. Da drüben ist noch einer. So. Dafür wirst du bezahlen. Jetzt habe ich eine Waffe. Nur jetzt ist die Frage, ob mich der Typ gesehen hat oder nicht. Scheint fast so. Ja, genau, jetzt habe ich sowieso keine Chance mehr. Verdammte Scheiße. Wo bist du? Auswärts! Zum Glück ist die Stadt so verschneit und man sieht einem nicht gleich auf den ersten Blick. Das ist das einzig Positive an dem Ganzen. Wo lang, wo lang? Und die Typen sind dort unten. Ich würde sagen, wir schleichen uns einfach straight durch. Das ist für sie irgendwie auch die realistischste Entscheidung. Alter! Wie knapp das jetzt gerade war. Aber der hat keine Munition. Ja klar. Aber shit, Alter, habt ihr das Blut gesehen? Crazy, wie das gespritzt hat, ne? Ich frag mich einfach, wo ich hin muss. Aber diese Schneewelt gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Finde ich cool gemacht. Nur wo ich hin muss, habe ich keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal intuitiv da rein. Okay, warte, die beiden kann ich eigentlich nehmen. Jetzt ist die Frage, wo er hingeht. Jetzt haben sie mich gesehen, oder was? Was? Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Ja. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Ich messer den von hinten und plötzlich wissen es alle, dass ich ihn gemessert habe. Zum Glück sind die scheiß Checkpoints in dem Spiel so gut verteilt. Ich würde das gar nicht auf die Reihe kriegen, wenn das nicht so wäre. Was soll man tun? Wirklich, was soll man tun? Die beiden laufen hier ineinander. Was ist mit den Typen los, ey? Jetzt muss ich warten, bis der eine weg ist. Dann nehme ich mir den mal vor. Ja, willst du mich verarschen? Wie kann der das wissen? Wie kann er das wissen? Ich hab doch keine Chance. Alter, ich hab doch keine Chance. Alter, wirklich, ich bin tot. Ey, aber das ist doch unglaublich, Alter. Unglaublich. Ey, da werde ich verrückt. Ohne Witz, da werde ich echt verrückt. Es kann doch nicht sein, dass man nicht ruhig agieren kann. So, die beiden kommen jetzt nicht wieder beide dahin. Schwör, sonst raste ich hier aus.
Und ich schleich mich jetzt einfach durch. Ist mir sowas von scheißegal. So. Gar nicht in den Konflikt gehen, sondern einfach durchmarschieren hier. Wo soll ich hin? Keine Ahnung, Ellie, das musst du mich nicht fragen. Wo sind sie? Okay, der Typ ist hier ein bisschen gefährlich positioniert. Ja. Such da drüben. Such da drüben, sagt er noch. So, wenn ich den jetzt nicht einfach abstechen kann. Hey, willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen, Jo. Warum kommen da plötzlich 100 Leute? Was ist los? Also ganz ehrlich, ich habe langsam den Verdacht, dass man das Ganze einfach leise machen muss. Ja, ich glaube, man muss sich durchschleichen, weil anders geht's nicht. Ich kann die Leute nicht leise umbringen. Das merken die immer gerade sofort, komischerweise. Oder vielleicht soll das ja auch so sein. Ich habe doch keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade. Andererseits, was will ich tun? Ich habe es jetzt dreimal versucht. Es geht einfach nicht. Leise kann ich die Typen nicht killen, weil es sowieso immer jemand auch herausfindet und dann sind plötzlich die neuen Gegner dort, wo ich dann sagen muss, dann sind mir die Schüsse, die ich bekomme, ist also echt nicht wert. Dann laufe ich. Aber jetzt haben sie mich wieder gesehen, willst du mich verarschen? Ja, das ist wirklich die abgefuckteste Mission. Seit es. Ja. Ich kann nichts tun! Sie können es ja noch schwerer machen. Ich spiele das Spiel auf normal. Ich will nicht wissen, wie das im Überlebensmodus ist. Ich will es nicht wissen. Ich will es allgemein nicht wissen, Alter. Es ist so mühsam, wirklich. Die Kleine hat keine Munition. Ich kann die Typen nicht leise killen, weil jedes Mal, wenn sie einen umbringt, macht sie so einen Krach. Es ist so unlogisch, dieses Spiel, wirklich. Zum Teil, ey, echt. Geht mir gerade auf die Eier. So, jetzt geht beide da nach hinten. Komm, geht nach hinten. Willst du mich jetzt verarschen? So. Jetzt geht nach hinten. Ja klar. Seit wann? Du bist so ein Genius, wirklich. Ja, fick dich. Alter. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich bin ein kleines scheiß Mädchen. Alter, ich verreck so schnell, wie mich angreifen. Ich sterbe sofort. Alter, ich schwöre, ich dreh durch. Super, die gehen am richtigen Ort durch. Perfekt, dass die hier durchgehen. Haben die mich jetzt wieder gehört oder was? Wo ist die Kleine, verdammt? Ey, ich schwöre, ich hab keine. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht! Ja, ich sterbe, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, dass ich so unnötig sterbe die ganze Zeit, aber was soll ich tun? Ich schieße ihm in den Kopf, er stirbt halt nicht, ne?
Oh, ich hasse das Spiel, Mann, wirklich, ich hasse es. Ich hasse The Last of Us mittlerweile offiziell, Mann. Diese Mission bringt mich zum Durchdrehen. Dann gehe ich halt mal hier durch. Man findet ja auch keine Munition. Man findet halt einfach keine Munition. So, jetzt geht dorthin bitte. Geht jetzt bitte dorthin und sucht. Und du bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich. Lauf doch! Oh, Jungs, wirklich, warum könnt ihr nicht ein bisschen schneller laufen? Ihr lauft immer so langsam. Hey, das nervt. Das nervt echt unglaublich. Ich meine, Ellie ist zwar schon klein, ja. Ist mir schon klar. Aber trotzdem, so, wenn ich den jetzt nicht leise umbringen kann. Ja, natürlich. Da kommt wieder ein Typ. Ja, es hat keinen Zweck. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich raste hier aus. Ich raste aus, Mann. Was war das jetzt? Verdammte Scheiße. Hey, ich bekomme die Krise. Ich bekomme die verfickte Krise. Mir gehen langsam die Ideen aus. Wirklich, die laufen jedes Mal anders. Jetzt ist der Typ schon da drüben. Er hier ist noch nicht mal. Alter, wirklich, die laufen immer andere Wege, Mann. Warum läufst du so behindert? Ich schwör's dir, Alter. Wenn er mich jetzt zieht, ne? Wenn er mich jetzt zieht, ich sag's dir. Da kann ich einfach nicht mehr. Okay, die beiden habe ich soweit. Wo sind sie? Jetzt kommt er natürlich genau hier hin. Das heißt, den schicke ich jetzt mal nach hinten. Schon mal gut, dass das geklappt hat. Aber wodurch? Diese Mission, ich sag's dir, Mann, ich bin so am Durchdrehen. Ich meine, warum geben sie mir eine leise Option, wenn die Option nicht leise ist? Oder bin ich einfach zu blöde? Ja, endlich. Und wie viele Gegner gibt's hier? Bisher noch keinen, das ist gut. War ein Medikit. Dann nehme ich mal eins davon. Jetzt noch ein Medikit. Und Gegner hat sie aber fast keine, ne? Das ist ja mal endlich mal was Positives. Oh, und ich denke auch, das war ein Checkpoint. Da muss ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr durch diese scheiß Mission dort gehen. Was auch gut ist. Wir haben hier noch ein Medikit. Das ist auch das Einzige, was wir im Moment hier finden. Medikits en masse. Gegner hat hier aber keine. Ne, ich sehe keine Gegner. Ja, und aber auch Dinge können wir keine finden. Munition finden wir halt einfach auch nicht. Das finde ich ein bisschen scheiße, dass wir keine Munition finden, weil
Das würde uns jetzt noch gut helfen, denke ich. Und von den Schubladen können wir natürlich keine einzige aufmachen. Was natürlich extrem geil ist. Aber ja. Oh shit. Man findet dich leicht, ja, in deinen Träumen vielleicht. Willst du mich verarschen? Okay. Und jetzt schließt er ab. Nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Wo sind denn die Schlüssel? Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ganz kurz habe ich dir abgenommen. Was ist genau mein Ziel? Aber nur ganz kurz. Hey, Ellie. Das mit dem Pferd tut mir leid. Ja, das mit dem Pferd kannst du dir nachschieben. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, nichts davon verkommen wird. Und was ist genau das Ziel? Muss ich mich hinterm anschleichen? Du hättest James nicht getötet. Ein guter Junge. Das hab ich gehört. Wie alle, die du getötet hast. Das wird uns nur weiter stärken. Mehr Essen für jeden. Und dadurch mehr Kraft. Ich weiß nicht, wo ich durchgehen soll. Ellie! Ellie, komm schon! Ich weiß, dass du mir unbedingt etwas sagen kannst. Überall sind Scherben. Du mieser Scheißkerl. Nein, gar nicht. Bist du sicher? Ziemlich sicher. In Ordnung. Oh shit. Wow. Der Typ ist radikal, jo. Der killt uns einfach direkt. Instant. Infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Ich muss zugeben, ich hab dir geglaubt. Ganz kurz habe ich es dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Oh, shit. Nur ganz kurz, hä? Das mit dem Pferd tut mir leid. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, dass nichts davon verkommen wird. Oh, du Arsch. Oh shit. Oh shit. Den habe ich erwischt, ne? Du überrascht mich immer wieder. Ah, das Mädchen. Oha. Er wird immer extremer, glaube ich. Hier gebe ich's. Da bist du ja, Ellie. Wow. Was macht er jetzt?
Und was macht er jetzt? Ich check den Typ irgendwie nicht. So, jetzt. Jetzt hab ich dich, du Hurensohn. Oder auch nicht. Und jetzt muss ich das genau gleiche Spiel noch mit Joel machen, oder was? Was ist denn da los? Alter, hab ich den Typen jetzt gekillt oder nicht? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich froh bin, dass Joel immerhin ein paar Waffen mehr hat und ich das erste Mal den Bogen, glaube ich, richtig gut benutzen kann. Von wo willst du das wissen, Jo? Hey, meine ich nur, da war auf der PS2 war das Ganze einfacher, PS3. Irgendwie kam mir das nie so schwer vor. In diesem Schnee-Map wusste ich noch, konnte ich mit dem Bogen alles ficken. Aber irgendwie läuft das nicht mehr ganz so. So, ich habe mit Joel kann man immerhin richtig gut aufräumen. Das ist das, was mich richtig geil dünkt, dass der Typ halt einfach ein bisschen, ich sag mal, mehr drauf hat, auf Deutsch gesagt. So. Ich glaube, das waren soweit fast alle Gegner. So, hier kann man noch nachladen. Und dann wird wieder der Bogen genommen. Dort oben sind noch zwei Leute. Wo ist denn der Typ? Ja, beweg dich halt nicht. Easy, bewegst du dich halt nicht. Ist mir nicht auch ziemlich egal. Alter. Warum hören die ihm alles? Ich meine, ganz ehrlich, wie willst du mit dem Bogen still und leise vorgehen, wenn sowieso jeder Schuss, den du abgibst, irgendjemand aufweckt? So, fick dich. Du bist weg. Diese Glocken geben mir auch ein bisschen auf die Eier. Ich meine, das war ein souveräner Kopftreffer. Besser geht's halt nicht. Der auch. Und der auch. Ah, jetzt ist gegangen. Habt ihr gesehen? Jetzt hat er es nämlich nicht gecheckt. Nice. Ja, ich würde noch sagen, dann tue ich mal hier schnell ein bisschen aufmunitionieren. Hier kann ich mal nachladen.
weil da kann ich nämlich nebenbei noch den Bogen nehmen. So. Ja, und dann würde ich sagen, war's das von der Folge. Tut mir leid, dass es hier gerade so abrupt endet, aber ich habe die Zeit. Ich will sie nicht immer überziehen. Ich habe die letzten paar Folgen schon immer überzogen. Jetzt soll es mal wirklich bei einer halben Stunde bleiben, plus minus. Nee, es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen wart. Ja, dieses Schneemap, tut mir leid für die Ausraster am Anfang. Es hat mich einfach genervt. Es war einfach frustrierend, mit Ellie 10-mal zu sterben, ohne Scheiß, weil die Kleine kann sich ja nicht mal richtig wehren. Aber ja, so ist jetzt halt. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr keine weiteren Videos zu The Last of Us oder sonst von mir verpassen wollt, dann dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und ich danke euch jetzt schon, dass ihr immer zuschaut. Und ja, dann hoffe ich, ihr macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.